Moinsen, Leute. Ich habe einige Fragen gestellt bekommen und ab jetzt möchte ich auch sagen, dass wir in einem Team ab nächstes Jahr richtig loslegen werden mit Fragen und Antworten bezüglich Fitness, Fitness-Lifestyle, Fitness-Ernährung, Training und so weiter. Eine Frage, die mir auch häufig gestellt wird, ist über Ernährung. Was kann ich zum Frühstück essen? Was kann ich vor oder nach dem Training essen? Oder was kann ich dann halt nachts essen? Also, jetzt ist gerade 11.30 Uhr. Ja, gestern eine lange Nacht gehabt, deswegen frühstücke ich jetzt erst und habe mir gedacht, dann kann ich auch gleich das Video auch dazu machen. Und zwar wird demnächst in Zukunft mit einem professionellen Team zusammengearbeitet aus Köln. Und habe mir auch eine Kamera auch schon zugelegt, was eine bessere Aufnahme natürlich hat als hier mein iPhone. Vielleicht diejenigen, die sich damit auskennen. Panasonic HCW 858. Also auf jeden Fall nicht ganz günstig, auch nicht ganz teuer. Lag so bei knapp 700 Euro. So, aber gut. Also ich habe es empfohlen bekommen und habe ich mir auch gekauft und demnächst werde ich damit starten. Einen Versuch habe ich schon gehabt mit einem Kollegen von mir, aber ist in die Hose gegangen. Naja, dazu habe ich auch noch von meinem Team noch so ein Mikrofon gekriegt. Smart Love. Also, was ich damit sagen möchte, es wird dann richtig brutal professionell abgehen hier. Frühstück. Frühstück habe ich mir vorbereitet. Kann ich euch mal zeigen. Das sind einfach Haferflocken, 100 Gramm. Da habe ich 200 ml Wasser drin. Habe ich jetzt ein paar Minuten ziehen lassen, aber muss man nicht. Kann man auch in der Mikrowelle machen. Einfach 200 bis 300 ml Wasser rein. Dann für 2 bis 3 Minuten in die Mikrowelle. Ihr könnt es auch natürlich kochen. Da müsst ihr halt ein bisschen länger kochen, das Wasser erstmal warm werden lassen und dann halt die Haferflocken da reingießen und dann müsst ihr das runterschalten und dann halt einfach aufquellen lassen und das würde dann auch gehen. Ich ziehe Mikrowelle vor, weil es halt einfach schneller geht. So, dann kommt dazu eine Chiquita-Banane. Die Banane schneide ich dann da rein. Mixe ist aber nicht, also wird nicht wie ein Schleim sein, sondern einfach eher so, statt die Scheiben da drauf sind. Und dann kommt Zimt da oben drauf, also Zimt, Banane und Haferflocken. Also ich esse 100 bis 120 Gramm morgens mit einer Banane und Zimt. Mein Eiweiß, BCAA, Glutaminkonsum nehme ich vorher schon, also habe ich vorhin auch schon eingenommen. Das heißt, ich nehme BCAA und Glutamin-Explode und Acai-Pulver und Ballaststoffpulver. Das werde ich alles da in den nächsten Wochen, Tagen beantworten, was das genau ist. Und dann warte ich so 20, 30 Minuten und dann nehme ich mein Frühstück zu mir. Okay, dann guten Rutsch und feiert nicht so doll. Nicht zu viel Alkohol, weil ihr wisst, Alkohol ist scheiße. Und aus!